Seit über 30 Jahren betreibt der österreichische Alpenverein sogenannte Umweltbaustellen. Junge ehrenamtliche Helfer zwischen 16 und 30 Jahren pflegen bei diesen Projekten verschiedene Naturräume. Auch auf der Stripsenalm im Kaisergebirge wurde im heurigen Jahr eine solche Umweltbaustelle eingerichtet. Die Stripsenalm ist eine Alm im ganz hinteren Kaisertal und die ist seit 40 Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Es ist früher ein Almgebäude da gestanden. Es ist damals eine große Lawine abgegangen im Winter, hat das Almgebäude dem Boden gleich gemacht und es ist damals einfach aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen worden, es zahlt sich einfach nicht mehr aus, das aufbauen und wieder neu machen. Und es ist dann einfach in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren, immer mehr verbuscht. Es gibt ja zwei Ansätze. Einmal, man lässt die Natur Natur sein da drin, dann wäre halt irgendwann wieder mal Wald. Wenn man jetzt aber diese Rasenstandorte da halten will, dann muss man was machen. Es ist ja Kulturlandschaft da drin gewachsene. Dadurch erhält man halt eine viel größere Artenvielfalt. Und fürs Wild ist es eine super Esungsfläche. Für den Freizeitnutzer aus der Schöne, ein schönes Landschaftsbild, so sehen wir es. Wir als Stadtwerk Kriegrufstein, die Bewirtschafter dieser land- und forstwirtschaftlichen Flächen der Stadt Kriegrufstein sind und auch sozusagen der Jagdverpächter sind in Dienstleistung für die Stadt Kriegrufstein. Wir haben gesagt, natürlich unterstützen wir dieses Projekt und stellen einerseits einmal das Know-how zur Verfügung, das unser Förster hat, aber bringen uns eben auch ein mit Material für diese Bleichensanierung. Eine Woche lang arbeiten auf der Stripsenalm 10 Jugendliche aus Österreich, Deutschland, England und dem Irak. Die Bäume und Büsche, die angewachsen sind, schneiden wir weg und machen einfach die ganze Almfläche wieder frei. Wir mähen auch ein bisschen aus. Das lange Gras ist gerade im Winter eine Angriffsfläche für den Schnee. Der friert dann wieder und zieht an dem langen Gras und es reißt wirklich den Boden auf. Und dadurch entstehen eben Geländeanrisse, die sogenannten Bleichen. Wir probieren den Anriss zu stoppen. Also das wird mit Brettern unterlegt und um das Abrutschen eben weiter zu verhindern. Wir hinterfüllen das mit dem abgemähten Gras, dass da der Samen auch gleich wieder runter kann und das einfach so schnell wie möglich wieder anwächst und nicht noch weiter aufreißt. Trotz der schlechten Wetterverhältnisse und den schwierigen Arbeitsbedingungen auf dem steilen Gelände zeigen die Mitarbeiter der Umweltbaustelle vollen Einsatz und sorgen so dafür, dass dem Kaisergebirge diese wertvolle Kulturlandschaft für die nächsten Jahre erhalten bleibt. Wer selbst auch an einer solchen Umweltbaustelle mitarbeiten möchte, findet Informationen darüber auf der Website der Tiroler Schutzgebiete.